Falco hat sich jetzt deutlich erholt. Es ist unglaublich. Hier spielt, wenn er dieses Ärgern sein lässt. Er hat jetzt gerade auf 14 beide aufgeholt. Nach einem Rückstand von, glaube ich, 12, 5 oder so. Nur mit konzentriert spielen und sich nicht ärgern. ...16-14 für beide. Leider bemogelt sich Falco beim Zählen selbst, sodass er jetzt anstelle der wichtigen 16-14 Führung 15 beide gezählt hat. Das ist seine Schuld. Jetzt steht 17-16 für ihn. 17 beide. Wichtig, dass er jetzt noch diesen Punkt gemacht hat. 17-18. Jetzt hat er sich mit ein paar Aufschlägen diesen Satz gehabt nehmen lassen. Klasse gespielt, super, alle zwei, spitze wieder. Anschlag hat den ersten Satz gegen Susi Herrler deutlich zu 15 verloren. Tolle Ballwechsel in diesem Spiel. Wunderschön, wie die beiden spielen. Allerdings wird Anschlag heute, so wie es aussieht, knapp 2-0 verlieren. 17-20, 3 Matchbälle für Susi. Verdient. ...21-17, 2-0 für Susi. Weiteres Paradebeispiel für ganz schlimme Aufschläge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur Unwissenheit der Kinder ist. Und dass ihnen kein einziger Betreuer sagt, dass es so nicht geht. Ich muss einfach annehmen, dass ganz bestimmte Betreuer ihren Kindern so etwas auch noch anraten, damit sie auf diese unfaire Weise zu Punkten kommen. Es hilft ja nichts, denn Falco gewinnt ja trotzdem, aber es ist schade, wenn Kinder schon in diesem Alter zu unfairen Methoden angehalten werden. Das ist sehr traurig.